Riviera. So, das geht jetzt stundenlang. Ja, ich war anfangs auch am Überlegen. Ich wollte eigentlich auch eine Riviera, aber. Nee, Samtfoto und so, das passt besser. Bin jetzt so weit wie du. Das ist schön. Ja. Du wirst auf jeden Fall schneller vorankommen als ich. Ich bin sehr, sehr, sehr lang. Also mich kann man mit einer Schnecke vergleichen. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Hier gibt es doch so viele Sachen. Warte, wo? Ach, oh Gott, nach da ganz unten. Gut, wie kommt man denn? So, 3 Stunden später. Oh Gott, ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß, wo die. Da bin ich. So, und wie komme ich? Warte mal. So blöd. Voranzukommen. Hier lang. Hoffe ich. Okay. Ich versuche mal kurz. Es wäre einfacher, wenn man da einfach runterspringen könnte. Also hier gerade irgendwie. Wie cool, wie ich hier lang gehe. Kann ich? Nein. Schade! Ja, ich will mir das ja noch so ein bisschen angucken. Deswegen dachte ich, ich könnte irgendwie noch einen anderen Weg gehen. Den es wahrscheinlich auch bestimmt gibt. Nur ich bin, Das war beabsichtigt. Hey, die Sicht ist echt schön. Oder? Wäre eigentlich auch eine. Also, war ich auch am Überlegen, ob ich hier starte. Aber dann hätte ich, glaube ich, nicht als Waldläufer starten können. So, okay. Also, Aufzug. Aufzug, sagst du. Der ist der Aufzug. nee, du hast nichts verpasst. Wir sind einfach nur... Wir haben uns verlaufen. Wir haben uns ganz kurz, ganz knapp, ein bisschen minimal verlaufen. Aber alles gut. Okay, war es mir so ein bisschen geholfen. Um mich zurechtzufinden. Und er stand vor mir. Ne? Beziehungsweise in diesem Fall eine Sie. Spielauswahl? Ich glaube, Gruppe macht zwar wenig Sinn, aber ich habe einfach mal angenommen. Achso. sagen wir eher in der Stadt, um auf dem Weg dahin zu kommen, wo man hin möchte. Ja. Ich habe hier mal wieder meine ganze Karte offen. Ich muss aber unbedingt die Ätheriten hier noch alle abstauben. Warte. Ich will einmal ganz kurz. Ich will einmal kurz. Harmonisieren. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Jetzt bin ich dabei.
Irgendwie auch lustig, so Hase und Katze. Huch! Nein, ich wollte beim Bogen eigentlich nicht ausrüsten. Wie stelle ich meinen Bogen wieder weg? Ich weiß bis jetzt nicht, wie ich meinen Bogen wegstecke. Das muss auch, das sieht aus, ey. Ist das irgendwie auf Max-Setting? Ich glaube ja. Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich habe es auf relativ hohen Einstellungen tatsächlich. Ob es auf Max ist, weiß ich nicht. Achso. Danke! Oh Gott! Der andere Charakter macht. Alter, wie wackelt die denn mit dem Kopf? Ich habe eine neue Beschäftigung. Also, warte mal, ich kann mal nachgucken, auf welchen Einstellungen ich das habe. Ja, gut, das hier, da kann ich nicht besonders viel ändern. Geht aufgrund des Monitors nicht. Ist grafisch. Ah, nee, habe ich sogar gar nicht komplett. Achso, doch. Ah. So definiert. Hoch, hohe Qualität. Das kann ich auf jeden Fall so auf hoch machen. Also sagen wir ja auf relativ hoch. Bei vielen Sachen habe ich keine Ahnung, was das ist. So. Ein Teilchen. Ah, du bist im Auftrag von Kommandant Reyna unterwegs. Dann weiß ich, worum es geht. Am besten fährst du mit einem Schiff hier vom Fähranleger zum Bierhafen. Wenn du im westlichen Land Noska angekommen bist, solltest du auf dem Weg zur Tassa-Höhle unbedingt bei der Anfängerarena vorbeisehen. Wir haben die Abenteuergilde einen Kampfplatz eingerichtet, auf dem du verschiedene Kampftechniken lernen und üben kannst. Ja, okay. Angekommen, blablablub. Also darf ich jetzt hier mit dem... zum Bierhafen. Möchtest du übersetzen? Ja, möchte ich. Kartograf, westliches La Nuskea. Ja, ist okay. Ist okay. Die Musik ist cool. So, wir sind jetzt hier am Bierhafen. Gibt es hier Bier? Also eigentlich müsste es hier Bier geben. So, diese zwei Briefe müssen wir auch nochmal machen. Okobo-Verleiherin. Weil ich jetzt so lange an, bis ich irgendwann mal eine Quest von denen kriege. Wir enttäuschen mich nicht. Nee, also ich meine, ich spiele den Wüsteneinstellung. Wie gesagt, hab ich ja gerade nachgeguckt. Sollte so weit das Höchste sein. Aber die Spiele stellen sich sowieso meistens automatisch drauf ein. Bei Witcher spiele ich auch auf... doch auf höchster. Auf höchster Grafik. Mein PC packt das ja, Gott sei Dank. Kann ich nur auf Holz klopfen. Du bist mit Daria und im Auftrag vom Kommandant Reiner unterwegs, nicht wahr? Ich bin kontaktiert, deine Ankunft angekündigt. Und ich kann dir sagen, dass die Rutschesteine nicht der einzige Gefahr sind. Alleine wirst du da drin nicht weiterkommen. Ja, okay. Kampfgruppe, Lehrmeister dort drüben wird dich reinlassen und die angemessene Übung vorschlagen. Ja, Hallöchen.
Na, wenn es kein Bier gibt. Ja. Ja, wir haben leider keins mehr. Doch, Mischbier. Dieses Desperados haben wir noch. Aber das, das zählt nicht als Bier. Das ist kein... Das ist kein vollwertig ausgewachsenes Bier. Dämmerfledermaus. Ein Puck. Was ist denn das hier für ein Namen? Dämmerfledermaus. Na gut, Dämmerfledermaus geht noch. Lass ich ja noch gelten. Aber Puck ist dann schon eher so... Hm? Hallo, Gelbjacke. Oh, hallo. Willst du die Höhle erkunden? Ja, na großartig. Dann kann ich hoffentlich bald abziehen. Ich bin's leid, hier mit mir die Beine in den Bauch zu stehen. Ja, seid ihr mit den Gelbjacken? Ach so, passt zu berichten. Habe ich gesehen, Raubzüge werden Blut und Tränen fließen. Also Anton, deine Aufgabe besteht darin, jeden Winkel der Höhle nach Spuren dieser fischigen Halsabschneider abzusuchen. Ich bete für dich, dass sich unser Verdacht als unbegründet herausstellt. Benutze Inhaltssuche, um das Tassel zu betreten. Huch. Ja. Also. Was wäre dann... Dungeons. Das Tassel teilnehmen. Oh. Hätten wir das schon mal. Ist auch zusammen in die Ebene. Ja. Scheinbar. Ich habe jetzt so ein bisschen übersprungen. Also was heißt übersprungen, aber... Das musste ich mir jetzt schon nicht alles antun. So, jetzt habe ich... Einmal 2 Sekunden Zeit, mich einmal zurückzulehnen. Hui. Wieder rein. Wieder rein. Wieder einfach nur rein. Wieder rein. Aber es fehlen Leute. Rein theoretisch. Ich habe immer noch Hunger. Hallo Joshua. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier. Bei uns. In der gemütlichen Ecke. Mal schauen, ob wir zusammen reinkommen. Ja, wäre cool. Wäre cool. Wir werden sehen, ob wir dazu zusammen reinkommen. Leute, PC, sonst hätte ich mich reingekriegt. Och, alles gut, alles gut. Das ist kein Problem. Ich bin sogar gerade mal ganz froh, dass ich gerade mal nichts mache, dass wir gerade einfach nur warten. Dann kann man sich einfach mal so kurz, so für ein paar Sekündchen mal ein bisschen zurücklehnen. Weil heute haben wir tatsächlich schon einiges geschafft. Oh, wie das letzte Mal ist das so gelaufen. Also tatsächlich, bei mir ist es jetzt das erste Mal tatsächlich. Ich habe FF14 noch nie so weit gespielt wie jetzt. Damals hat mich relativ schnell das Geld und die Lust verlassen. Aber frag mich nicht warum. Irgendwie hat sich das damals nicht ergeben. Deswegen habe ich dann irgendwie gedacht, okay, nee, lassen wir. Und dann kam WoW. Dann habe ich mit WoW angefangen und ja, da bin ich dann auch geblieben. Und jetzt mache ich das immer so im Wechsel. So ein fliegender Wechsel. Bleibt nur zu warten, wenn man reinkommt. Ich könnte nebenbei auch noch ein paar Monster abbatzeln, aber... So mal kurz warten,
bisschen quatschen. Ist ja auch ganz nett mal. Entlastet den Rücken. Relativ neu, aber habe eine Gruppe, die mich aufgeklärt haben. Jetzt habe ich eine Klasse auf Max-Level. Sehr geil. Also ich habe auch Freunde und auch einen Stream-Kollegen, der FF14 spielt. Mit denen habe ich halt vor ein paar Wochen, ich glaube vor 2, 3 Wochen, mal ein paar Runden gespielt. War ganz cool. Und ja, jetzt halt auch im Stream. Bei mir steht Durchschnitt bei 11 Minuten. Bei mir bei 9. Aber wird sich wahrscheinlich auch noch erhöhen. Gibt es ja eigentlich noch irgendwas? Ja gut, doch, hier kann man noch ein paar Quests machen. Machen wir ein paar Nebenquests. Ist auch okay. Die muss ich wenigstens nicht vorlesen. Passt. So, und pass auf, wenn ich jetzt hier rausgehe, wenn ich jetzt rausgehe und was anderes mache, dann komme ich rein. Wie jedes Mal. Ich habe das in so vielen Spielen. Wenn ich irgendwas mache, mich dann für irgendwas anmelde und plötzlich gehe ich in irgendwas rein und ich denke so, ja, toll. Warum habe ich jetzt was Neues angefangen? Nee. Jedes Mal wieder. Das Schlimmste ist, ich möchte eigentlich mein Reittier endlich reiten dürfen. Ich will endlich die Reitfähigkeit. Ich warte da drauf. Aber da muss man eine bestimmte Quest für erledigen. Ich habe jetzt auch mit einem Bogen angefangen. Hatte vor 2 Jahren schon mal Bogenpistole gespielt und habe aktuell so ein... Also Ritter entschieden habe und jetzt spiele ich Ninja. Okay. Also ich... Tatsächlich, bei mir ist halt Vorliebe immer Bogen. Ich will aber auch noch mal diesmal ein paar andere Klassen ausprobieren. Weil ich habe das hier vorhin mal so ein bisschen angeguckt. Und ich glaube, da sind so einige Sachen bei, die ich zumindest gerne mal antesten möchte. Wie die sich halt allgemein so spielen. Weil ich spiele immer Bogen. Egal in welchem Spiel. Bei WoW, bei Herr der Ringe, überall. Das Einzige, wo ich halt nicht mit Bogen klarkomme, sind halt wirklich die ganz normalen Story-Games. Also wie Skyrim oder sowas. Da mache ich dann nichts mit Bogen. Da bin ich dann wirklich eher Fraktion Schwert oder Magier. Aber in MMOs immer Bogen. Frag mich nicht, warum. Irgendwie mache ich das gerne. So. Kommt man da nicht noch auch irgendwie hoch? Ja, da hinten. Ich hab gar keinen Schaden. Musst du mal ändern. Wo läuft sie denn hin? Renn nicht weg! Ich wollte dir nicht wehtun! Ich bin ganz lieb und nett. Rotmeldiger könnte zu dir passen. Ist Magier und einen guten Schaden. Ach. Werde ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Also Rotmagier mag ich allgemein in Final Fantasy. Ich spiele ja schon seit einigen Jahren Final Fantasy Teile. Und Rotmagier ist eigentlich immer gern gesehen in meiner Gruppe. Wenn es den natürlich gibt. Ist ja nicht in jedem Final Fantasy so. Aber erstmal möchte ich halt den Bogen, also den Weitläufer, so ein bisschen hochkriegen. Bevor ich mich dann irgendwann mal für eine andere jetzt entscheide. Komm her, du rabiater Söldner. Geh wohl, du rabiater Söldner. Soll Level 50 werden. Das dauert noch. Das wird einiges dauern. Ich bin ja froh, dass wir schon fast bei 20 sind. Nach den ewigen Stunden. Ich weiß, andere kommen schneller voran, aber irgendwie... Ich lese halt jeden Scheiß durch, außer halt die Nebenquest. Die lese ich nicht durch.
Die Nebenquests interessieren mich aber auch nicht so sonderlich. Die mache ich jetzt halt nur, weil... Ja, wir halt sowieso warten müssen. Und während wir warten, können wir auch ruhig einige Nebenquests annehmen. Das schadet dann nicht. Schneller ist ja nicht besser. Ja, stimmt. Oh, dahin. Ja, yeah, ich schon wieder. Ich bin gerade unsicher, ob man den die Person kenne oder nicht. Nee, kenne ich nicht. Ich muss immer 30.000 Mal überlegen, ob ich Leute kenne oder ob ich sie nicht kenne. So, warte mal. Kommt man da auch hoch, ne? Ich will endlich da rein. Wir halten es kurz. So. Ich mache mir noch eine Cola auf. Oh, ich will auch eine Cola. Wir haben auch keine Cola mehr. Dufte. Das ist gemein. Auch. Mittlerweile habe ich es sehr vereinfacht. Ich habe die Linie innerhalb von 2 Tagen von... Ja. Von 1 auf 45. Das würde ich nicht mal in einer Woche schaffen. Also was sowas angeht, bin ich ja sehr, sehr, sehr faul. Ultra faul. Mega faul. Kann ich da drauf springen? Ja! Ich liebe es, wenn ich irgendwo drauf springen kann. Gebracht hat es mir nichts. Ach doch, ich kann jetzt hier so runterspringen. Das ist gut. So, und was darf ich töten? Gibt es hier einfach, was ich töten darf? Ja, ich darf die Pucks töten. Hallo. Die eher so aussehen wie so kleine Mini-Drachen. Durchschnitt 9 Minuten. Ich bin bei 12. Läuft. Hallöchen. Da hinten noch was. Pucks, Pucks, Pucks. Da hinten sind noch Pucks. Hallo, meine kleinen Pucks. Irgendwie sind sie ja ganz niedlich. So, aus weiter Ferne gesehen. Dieser Moment, wenn man feststellt, dass es 2.20 Uhr ist. Ja, trotzdem abgekriegt. Mal kurz was nachgucken. Die Nacht ist noch jung.
Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. So. Also mich ein bisschen, genau. Ein bisschen werde ich auf jeden Fall noch machen. Ja, ich muss hier gerade noch mal was gucken. Aber zurück. Einmal das da. Wollte gerade sagen, Musik, wo bist du hin? Aber Musik ist noch da. Hier hätten wir auch die Goblinjäger nehmen können. Und ich brauche noch einen Puck. Eine Puck brauche ich noch. Da! Da ist ein Puck. Ich glaube einfach, dass für die Ini einfach niemand mehr wach ist. Oh, einfach mal 0,0%. Uli sag's gerade noch. Okay. Ich nehme alles zurück.